Lampe. Grüß Gott. Ich will mein Vergissmeinnicht-Tag-Update machen. Das eine Problem ist, ich habe die eine Liste verschlammt, die ich gehabt habe. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo ich die verschlammt habe, aber ist ja auch nicht so wichtig. Ich habe jetzt ein paar neue Sachen hinzugefügt, weil ich habe auch ein paar aufgebraucht. Eines davon habe ich sogar da. Ich bilde mir ein, ich habe noch eins aufgehoben, aber ich glaube, das ist Einbildung. Egal. Auf jeden Fall habe ich von meinem Projekt, die habe ich extra aufgehoben, um euch die in einem Video zu zeigen, die Melone-Maske von Chorus aufgebraucht. Jetzt kann ich sie endlich entsorgen. Endlich. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen, die ich euch zeigen will. Weitere Sachen, die ich aussortieren will. Ich hätte es fast geschafft, aber ich glaube, es ist mir gekippt, weil es riecht echt bestialisch. Furchtbar eklig. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Von Yves Rocher ist das dieses Serum gewesen. Ich hätte es fast geschafft aufzubauen. Ich könnte mich so ärgern. Aber es ist leider gekippt. Es war auch schon sehr, sehr lange offen. War ich selber schuld. Hätte ich schon vorher verwendet, wäre mir das wahrscheinlich nicht passiert. Aber was soll's. Es ist leider gekippt. Kann man nichts machen. Dann habe ich noch... Ich werde jetzt die beiden endlich aussortieren und es geht um die beiden hier. Ich benutze es eh nicht, das verstaubt nur und mir ist im letzten Video schon gesagt worden, dass ich es endlich aussortieren soll. Was ich noch aussortieren werde, ist dieses Wimpernserum, weil das schon sehr, sehr lange offen ist und ich es jedes Mal vergessen habe zu benutzen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das brauche. Also werde ich es auch aussortieren. Was ich noch aussortiere, aber ich werde das in eine Verlosungsding reinwerfen, weil ich habe schon 3 Tüten vorbereitet für euch. Muss aber noch ein paar Sachen dazu kaufen. Ich glaube im Jänner oder Februar dann oder so. Wenn ich dann Urlaub habe, vielleicht auch im März wird dann eine Verlosung kommen. Au, jetzt habe ich mich mit meinem Körbchen gepiekst. Dazu dann aber auf Facebook mehr. Das kommt auf jeden Fall dann noch in die Verlosungstüte bei irgendwem dabei. Ich habe es so versucht zusammenzustellen. Ja, fangen wir an mit den Sachen, die ich jetzt mal aufbrauchen will, weil ich die schon so lange in Benutzung habe und oder beziehungsweise offen habe. Es handelt sich zum Beispiel um das hier. Das habt ihr noch nie gesehen in einem Video, weil das jedes Mal bei meinem Tisch steht, wo ich die Bodylotion stehen habe. Es handelt sich hier um Soap & Glory. Das ist nämlich die Bodylotion. Es ist schon relativ viel weg, wenn man bedenkt, wie voll die eigentlich war. Aber das Problem ist, ich bin zu faul, die aufzubrauchen, weil ich so eingremvoll bin. Das will ich jetzt endlich ändern. Also 2017 will ich mich ein bisschen... 2018, nicht 2017. 2018 will ich mich ein bisschen verbessern und meine Sachen wirklich benutzen, weil ich wirklich viel klumpert habe und wenig benutze. So wie dieses Duschgel. Da ist ja auch relativ viel weg, weil ich es eine Zeit lang verwendet habe. Ich glaube, bis hierhin ist es schon weg. Auch von Soap & Glory. Leider gibt es die Sachen ja nicht mehr. Vielleicht wollte ich es deswegen nicht aufbrauchen, weil es die Sachen einfach nicht mehr gibt. Aber ich muss sie aufbrauchen, bevor mir dasselbe passiert wie mit dem Yves Rocher Haarteil da. Dann, da bin ich schon sehr, sehr weit, ist das Handpeeling. Ich habe mir das sogar, glaube ich, nochmal als Backup gekauft, weil ich mag es wirklich gern. Ich mache es zwar selten, aber ich habe es jetzt beim Waschbecken stehen und es war ja relativ voll, glaube ich, beim letzten Mal, wo ihr es gesehen habt. Und ja, ich habe das Gefühl, dass es gut leer werden wird, wenn es so weitergeht. Mal schauen. Dann habe ich noch eine Bodylotion rein, dann, die ich jetzt versuche, verzweifelt aufzubrauchen. Das ist vom Bioderm eine. Ich habe mir nämlich gedacht, dass ich vielleicht die kleinen zuerst aufbrauche, damit mir das vielleicht leichter fällt und ich wieder die Lust am Eingremen bekomme. Aber irgendwie klappt das auch mit dem nicht. Aber ich werde es versuchen. Weiterhin, der Wille zählt. Dann habe ich ja endlich eine Handcreme leer gemacht. Die hätte ich eigentlich auch ins Projekt reintun sollen. Und habe jetzt 2 neue rein. Dann 2 sind von Yves Rocher. Einmal ist das so eine ganz, ganz kleine. Da ist die Hoffnung groß, dass die schnell leer wird. Das ist von diesen Limited Editions, was ich da so... Da ist auch sehr, sehr viel weg, sehe ich gerade. Da ist wirklich viel weg. Also deswegen hoffe ich, dass die schnell leer wird. Und meine heißgeliebte Hafer. Weil ich nicht will, dass sie kippt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann benutzen sie lieber, bevor sie kaputt wird. Es steckt ja doch ein Wille dahinter. Dann, die habe ich nie so oft verwendet. Ich habe die ja eigentlich als Hals- und Dekolleté-Creme. Wer mein Gesichtspflege-Routine-Video gesehen hat, wird die auch gesehen haben. Jetzt habe ich schon wieder Schluck auf. Ja, das ist eine von denen, die ich wirklich selten verwende. Und das muss aufhören. Die muss ich aufbrauchen. Ich habe nämlich noch andere Cremes, die ich für Hals und Dekolleté verwenden will und die ich auch endlich aufbrauchen will. Dann, das Teil habe ich ja zweimal jetzt, ist diese Maske von Yves Rocher. Die muss ich mir jetzt auch endlich ins Bad stellen, weil die habe ich ja zweimal. Einmal da und einmal im Bad stehen. Und zuerst will ich die aufbrauchen. Ich hoffe, dass ich keine Grätze davon kriege. Zuerst will ich die aufbrauchen und dann werde ich mal weiter gucken, was ich als nächstes dann leer mache. Beziehungsweise ich habe die ja zweimal, also wird das eine Weile brauchen. Dann habe ich die letzten 2 Produkte. Sorry, das ist umgefallen. Von Elizabeth Arden, die 8-Hour-Cream.
Ich habe nämlich zwei von denen. Eine kleine im Spind, in der Arbeit, für die Mundecken. Und ich vergesse jedes Mal, dass die eigentlich gar nicht so schlecht gegen Mundecken wirkt. Und deswegen werde ich die jetzt endlich mal weiterverwenden. Weil ich auch Angst habe, dass sie mir kippt. Weil ich mag die Elizabeth Arden Edauer Cream eigentlich sehr gern. Deswegen, ich will nicht, dass sie mir umkippt. Dieses Produkt werdet ihr noch häufig sehen. Das ist wieder die Augenmaske von Clarins. Meine Kollegin hat gesagt, sie benutzt sie auch gerade zur Zeit. Also, ja, ich sollte da wirklich öfter mal dran sitzen und die wirklich öfter benutzen. Weil da habe ich echt schon Angst, dass die mir bald kippt, weil die schon sehr, sehr lang rufen. Ja, was ich noch mehr aufbrauchen will, sind Tuchmasken. Ich habe diesen Monat wieder gar keine gemacht und ich will das unbedingt heute am Abend dann machen, damit ich endlich mal zu einer Tuchmaske komme. Ja, mehr gibt es eigentlich eh nichts zum Sagen oder zum Zeigen. Ich bin froh, dass ich mich jetzt von ein paar Sachen trenne, weil das wird Zeit. Die können endlich weg. Ich habe die auch extra hergerichtet, damit ich die ja nicht zeigen vergesse in dem Video. Ich hoffe, dass ich auch ein paar Sachen aufbrauche. Ich glaube, das nächste Update wird eher so in 2-3 Monaten sein, so vielleicht März oder so. Damit ich auch vielleicht endlich mal was schaffe aufzubrauchen. Und das darf ich dann nicht vergessen, dass ich mir das aufhebe. Das heißt, ich muss die Sachen aufschreiben. Sonst vergesse ich es wieder und ich werde es diesmal in mein neues Heft reinschreiben, weil ich kann das alte nirgendwo mehr finden. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, ob ihr Sachen habt, von denen ihr euch nicht trennen könnt, so wie ich. Von dem kann ich mich irgendwie nicht trennen, weil ich genau weiß, ich komme in Österreich nicht mehr dran. Weil die haben das ja überall auflassen, so bei Glory, leider. Und ich finde das so bescheuert. Ich habe auch noch ein Peeling, das steht im Bad. Das habe ich jetzt vergessen mitzuzählen. Mit dem gehe ich auch sehr sparsam um. Das habe ich vollkommen vergessen mitzuzählen. Das zeige ich euch dann im nächsten Video dann, wenn ich es bis dahin leer habe. Das mochte ich auch sehr gerne und da bin ich auch sehr, sehr traurig drüber, dass sie das nicht mehr bei uns in Österreich haben. Jetzt sieht man, wie viel drinnen ist. Schon noch sehr, sehr viel drin bis dahin. Das ist wirklich noch viel. Aber ich werde es probieren und wir werden dann sehen, ob ich es schaffe. Das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!